Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Nettelstroh, ich bin nicht nur fassungslos, ich bin hinreichend erschüttert hier, mit wie wenig, ich sag mal, Ihr Vortrag, ja, ich bin wirklich erschüttert, da gehört schon einiges dazu. Also Ihr Vortrag, würde ich mal sagen, hat die Überschrift Fakten stören nur. Ich sage mal so das, was mir gerade so einfällt. Also wie können Sie mit dieser Situation, in der wir hier gerade sind, nämlich der schwierigen Aufgabe, die Kommunen fair und sachgerecht bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zu erstatten, hier so einen Haufen dummes Zeug erzählen? Ich belege das auch noch mal. Erster Vorwurf. Wir zahlen erstmal aufgrund einer Prognose. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Wir beschließen den Haushalt im Dezember 2018. Da haben wir nur das Bundesamt, was uns eine Prognose gibt, im Dezember des Jahres. Was im nächsten Jahr für Flüchtlinge kommen, können wir zur Entscheidung des Haushaltes nur mit einer Prognose machen. Und wir haben exakt die Zahl genommen, die uns der Bundesinnenminister vorgegeben haben. Was sollen wir denn sonst nehmen? Und dann zweiter Vorwurf, es fehlt eine Anpassung. Falsch. In der Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden steht, und das wird auch genauso gemacht, am 1.1. wird gezählt, und zwar das, was die Kommunen melden, und dann wird über einen Nachtragshaushalt, und genau das läuft gerade, nachgesteuert. Selbstverständlich machen wir eine Anpassung, sie ist strukturell vereinbart. Und darüber hinaus gibt es noch eine dritte Stufe der Anpassung, auch das ist in der Vereinbarung drin, nämlich eine Anpassung, falls es zu Verwerfungen im Laufe des Jahres kommt, eine Revisionsklausel, dass man sich noch mal zusammensetzt. Also komplett falsch, dass Sie uns hier unterstellen, erstens, wir haben keine validen Zahlen, es sind die, die Kommunen melden oder die der Bundesinnenminister uns nennt, und zweitens, wir machen keine Anpassung. Falsch. Dritter Punkt, der falsch ist, die Geduldeten, da würden wir irgendwie, weiß ich nicht, überhaupt nicht die richtigen Zahlen da reinnehmen. Erstens, wir nehmen überhaupt erstmal die Geduldeten jetzt in diesem Jahr mit rein. Wäre ja mal eine Feststellung wert gewesen. Zweitens, es sind auch hier die Zahlen, die die Kommunen uns melden, nämlich die Menschen, die hier keinen Aufenthaltsstatus haben, geduldet sind und im Bezug von Asylbewerberleistungsgesetz sind. Welche anderen Parameter sollen wir denn sonst nehmen? Das sind ja auch die Geduldeten, die in Anführungszeichen dort Kosten verursachen in den Kommunen. Die Arbeit haben, die brauchen wir ja nicht dafür Geld zur Verfügung zu stellen. Also es sind genau diese Zahlen, auch dieser Vorwurf, völlig aus der Luft gegriffen. Dann Ihr ominöser Vorwurf, wir würden die Bundesmittel nicht weiterleiten. Die versinken hier in irgendwelchen dunklen Kanälen beim Finanzminister. Ja? Also schauen Sie bitte mal in den Haushalt. Die Mittel, die wir von Bund bekommen, im Verhältnis zum Landesanteil, ist exakt 80:20. Ich finde das ein Skandal. Ja? Wir verlangen nicht weniger als 50-50, und das wäre doch auch nur fair. Und die 20%, die der Bund da bringt, ja, selbstverständlich kriegen das die Kommunen, und zwar 1:1. So, ich könnte das jetzt noch fortsetzen, was Sie hier an bösartigen Unterstellungen und Falschbehauptungen hier in den Raum gestellt haben. Dazu reicht die Zeit leider nicht. Aber das Schlimme, Herr Nettelstroh, ist nicht, dass Sie das hier so verbreiten, sondern das Schlimme ist, dass Sie und Ihre Kollegen durchs Land ziehen und das den Kommunen erzählen, die das dann in kommunale Resolutionen aufschreiben. Wieder besseres Wissen. Hetzen Sie hier die kommunale Familie auf mit Falschbehauptungen. Und jetzt ist das, was Sie ihnen denn versprechen, und das haben Sie nicht gesagt. Sie verlangen jetzt, die Lösung der Probleme ist nicht das, was die kommunalen Spitzenverbände mit dem Land vereinbart haben. Monatspauschale ab 2017, die dann personenscharf ausgezahlt wird. Ein Übergangsjahr 2016, in dem wir versuchen, diese Verwerfung, die aufgrund der Vervierfachung der Zahlen im letzten Jahr zugegebenermaßen entstanden sind, jetzt aufzufangen. Nein, Sie gehen hin und sagen, so, Paktas sind eben nicht Servanda, da fehlt mir jetzt die Lateinkenntnisse. Der Kollege sagt Pacta sunt servanda. Sie wollen genau diese Verträge, die bestehen, aufkündigen und sagen, nein, das steht genauso in Ihrem Antrag, und sagen, wir möchten sofort zu einer 1:1 Spitzabrechnung, und zwar für das laufende Jahr, zurückkehren und die Pauschalierung und die Quotenberechnung alles komplett in die Tonne hauen.
Ich finde, das ist nicht im Interesse der Kommunen, Herr Nettelstroh, was Sie hier machen. Da sind Kommunen, die haben auch ihre Haushaltspläne aufgestellt. Die haben ihre Haushaltspläne auf diese Vereinbarung gegründet, die wir getroffen haben. Im Vertrauen darauf, dass wir diese Vereinbarung auch einhalten. Nein, wir werden diese Vereinbarung hier nicht einseitig kündigen, obwohl Sie das fordern in Ihrem Antrag. Wir sind vertragstreu und werden genau das den Kommunen geben, was vereinbart ist. Und ich glaube nicht, dass Sie mit Ihren Vorschlägen hier den Kommunen wirklich weiterhelfen. Und ich fordere Sie zum Schluss aus, unterlassen Sie es hier, der kommunalen Familie so viel Blödsinn zu erzählen und die auf die Bäume zu bringen mit Falschaussagen, die wir vor Ort jedes Mal wieder klarstellen müssen. Das ist auch nicht im Sinne der Kommunen. Applaus